Wenn ich weiß, dass ich dem anderen gerade 20 Millionen Euro gespart habe, warum soll ich dafür 100 Euro nehmen? Auf die, da würde wahrscheinlich mal eine Prostituierte draufkommen, auf so einen blöden Preis. So, jetzt guten Morgen. Berg Carmen. Ich bin ja noch nie in Berg Carmen gewesen. Das ist hier in der Nähe von Dortmund. Und hier hat der Dominik seinen Rocket Day, nee, Rocket Life Day. Und da bin ich als Speaker eingeladen und dann wollen wir mal schauen, was hier so abgeht. Wahrscheinlich kennt ihr alle dieses blöde Beispiel von diesem Software-Entwickler, der in eine Firma gerufen wird, um ein Problem herauszufiltern, was keiner herausgefunden hat, denn die Maschinen stehen seit einem Tag still. Und das kostet diese Firma schätzungsweise 20 Millionen Euro pro Tag nicht zu produzieren. Und keine Sau findet diesen blöden Fehler. Und jetzt holen sie diese Koryphäe von Softwareentwickler, um den mal in die Maschinen reinzulassen, um zu gucken, vielleicht kann er das Problem lösen. Er kommt in die Fabrik und macht sich so ungefähr eine Stunde lang ein Bild von der ganzen Softwarearchitektur und in den Schnittstellen und bla bla bla. Und ungefähr nach einer Stunde drückt er auf einen Knopf und die Produktion läuft wieder. Und schreibt dann der Firma eine Rechnung über 10.000 Euro. Und der Firmenchef sagt, ich soll hier die Rechnung für 10.000 Euro abzeichnen. Ist das irgendwie ein Schreibfehler oder sowas? Normalerweise kostet ein Programmierer so um die 100 Euro die Stunde. Und er sagt, ja, wenn Sie die Rechnung richtig lesen, steht da ja auch 100 Euro pro Stunde. Aber dafür, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der Ihren Fehler gefunden hat, berechne ich halt 9.900 Euro. Und das ist also dieses Thema Selbstwert auf der einen Seite, aber auch beweisbarer Mehrwert für die andere Seite. Wenn ich weiß, dass ich dem anderen gerade 20 Millionen Euro gespart habe, warum soll ich dafür 100 Euro nehmen? Auf die, da würde wahrscheinlich mal eine Prostituierte draufkommen, auf so einen blöden Preis. Das hat mich immer fasziniert an diesen Leuten, dass sie nicht in typischen Grenzen gedacht haben. Und ich erwische mich dabei jeden Tag, ihr erwischt euch dabei jeden Tag, dass ihr vielleicht zum Beispiel an eure Leistung das Preisschild XY heftet und euch nie gefragt habt, wie könnte ich eigentlich ein Preisschild, das 10-mal so hoch ist dafür oder 100-mal so hoch ist, dafür verlangen. Und diese Fragen stellen wir uns oftmals nicht, weil wir einfach so gefangen sind in unserer Box. Aber die ist tatsächlich... Man kann diese Wände einreißen.